Wir haben gerade 2 Stunden am Stück gesungen und wir sind fick und fertig. Aber es war so schön bei euch. Und auch vom Klima, also vom Herzensklima und vom Klima. So schön, eine kühle Brise. Danke dafür. Und freut mich riesig, dass ich bei der Kieler Woche dabei sein konnte. Und ein bisschen auf der Anreise die ganzen Kais gesehen habe und die tollen Segelboote und die vielen süßen Menschen. Das ist ja herrlich. Und nächstes Mal, wenn ich nach Schweden muss, fliege ich auch nicht mehr mit dem Flugzeug, würde ich den gerne mal mit dem Dampfer rübersetzen. Geht doch hier. Ja, das geht direkt ab Göteborg. Ja, ich bin nämlich mal vorletztes Mal, wo ich nach Schweden auf Konzertreise war, da hat mich so eine hübsche schwedische Grenzpolizistin verdächtigt, Rauschgift-Schmuggler zu sein. Und so ein Hund hat mit dem Schwanz gewedelt, wo der mich gesehen hat. Ich habe ihn aber auch ein bisschen angemacht, wahrscheinlich deswegen. Naja, dann hat die mit mir geschimpft, ich soll den Hund in Ruhe lassen. Und dann hat sie mich mit nach hinten genommen. Und dann hat sie gesagt, entweder ziehe ich mich nackig aus oder sie schneidet mir eine Haarsträhne ab. Und das war zur Buchmesse. Ich hatte mein Buch da in Spätstross und 2 Konzerte warten und Leute auf mich warten. Und da habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Fährst du jetzt wieder zurück nach Berlin und das war's dann? Oder ziehst du dich von dieser Schwedin jetzt nackig aus? Vielleicht nur 5 Jahre jünger. Oh, steinalt, macht man ja nicht. Es war furchtbar, es war ein traumatisches Erlebnis. Deswegen habe ich dann auch einen Brief an Königin Silvia geschrieben. Und ja, und ich hoffe, die Schweden lassen mich nächstes Mal in Ruhe und ich muss mich nicht nackig machen. Was sagst du denn zum Brexit? Gar nichts. Ich war 1977 zum ersten Mal in London. Ich bin ja ein Kind der DDR gewesen, konnte da ewig lange nicht raus. Und dann durfte ich zum ersten Mal London besuchen. Das war eine große Offenbarung für mich. Bin dann mitten in eine Punk-Rock-Revolution reingekommen. Meine Freundin Juliana Kneppler, die hat dort Film studiert und hat mich eingeladen, in ihrem Abschlussfilm die Hauptrolle zu spielen. Und dann hat sie mir ihren Kommilitonen vorgestellt. Die hat gerade einen Film über die Sex Pistols gemacht, das war der Julian Temple. Und so habe ich die anderen Musiker kennengelernt. Ich war ja, als ich aus der DDR kam, schon ein Vollblutmusiker und habe schon die ganze DDR hoch und runter, alle Dörfer und Städte durchgetingelt gehabt, jahrelang. Und seit meinem 17. Lebensjahr war ich professionelle Musiker, Entertainer, Auftreter. Und deswegen war das für mich wunderbar, da zum ersten Mal in London zu sein. Und weißt du, Europa ist für mich auch so eine Herzenssache. Man ist ja auf dem Kontinent Europa. Nicht nur, weil irgendjemand das so beschlossen hat, sondern weil es nun mal so ist. Das ist, guck dir den Erdball an, das ist Europa. Ja? Und wenn die Briten da jetzt keinen Bock mehr auf die Zwangssparglühlampe haben, die ich übrigens auch beschissen und gemein finde und Kopfschmerz verursachen, dann kann ich das nachvollziehen. Und ich hoffe, die Handelsbeziehungen und die friedlichen Beziehungen und die kulturellen Beziehungen, das bleibt alles super duper. Und lass uns nicht verrückt machen durch irgendwelche demokratischen Prozesse, die in einem Land jetzt zustande gekommen sind. Ich liebe England genauso wie vorher und werde im September dort ein Konzert haben in London. Und ich hab dort Freunde wie eh und je und manche sind auch schon im Himmel, die sind schon von uns gegangen. Also Kinder, Brexit, ich finde das alles gar nicht so, bloß nicht hysterisch werden.